Moin Leute, willkommen zu der zweiten Folge von vom Zahnreich zur Sowjetunion. Genau, wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben. Und Maxim oder Apple Empire hatte mir hingeschrieben, bei Landdoktrin sollte ich lieber irgendwie High Fire irgendwas machen. Ich muss da mal gucken, was das ist. So, er könnte Superior Firepower Doctrine machen. Entschuldigung. Also, das lasse ich dann nochmal offen. Zuge dessen. So, bei High Firepower würde ich dann auch lieber den Wrangelplan machen. Deswegen breche ich das nochmal ab. Und gehe weiter nochmal. Gehe einfach mal auf. Gehen wir noch ein bisschen weiter in der Industrie. In Fortify, glaube ich, the Western Border. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, obwohl, ja doch. Fortify the Western Border. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Ich wollte bei den Armeen noch mal gucken. Da gibt es ja den Denneken-Plan. Wir haben ja auch einen Mannstein. Also von Mannstein, das finde ich ein bisschen komisch, aber es ist so. Ja. Das war ja Rangel Denneken. Eben sogar Nikolaus. Ja, und warte, was war noch das letzte? Das wollte ich nochmal gucken, ob wir die ganze Team auch als Generäle haben. Wrangel, Denneken und Krasnov, genau, Krasnov hatten wir ja schon auch. Das war ja Piotr Krasnov. Und der ganze zu Polen. Ich würde gerne eigentlich gegen Afghanistan kämpfen. Habe ich gerade so festgestellt. Ich glaube, dann machen wir es so, dass diese 24 Division an der Grenze von Afghanistan zusammen mit dem guten alten Lavrov Kornilov aufgestellt werden. Und auch gleich das Ziel gerechtfertigt wird. Warum geht das hier nicht weiter? Das muss ich nochmal kurz ändern. Das war auch schlecht. Das war, ich wollte nicht auf ganz zu Iran, sondern auf ganz Afghanistan. Ich weiß nicht, warum das hier nicht weitergeht. Warum ich hier keine Frontlinie machen kann. Das soll aber erstmal egal sein. Das wird, glaube ich, das wird ein neues Theater. Es wird russischer Kriegsschauplatz Ost. Ost. So, warte. Genau. Werde ich da noch mal Frontlinie und ich glaube diese 1000, ja okay, die lassen wir dann noch mal da stehen und wir werden dann auch gleich Justify Wargoal Conquer Herat oder Kabul, ich glaube da gehen wir auf Herat, oder wir nehmen gleich beides. Ist nur 500 Tage länger. Ich hätte auch Instant Bomber drauf packen können, hatte ich aber irgendwie gerade keinen Bock. Ja. Spanische Republik. Ja, okay, das ist der Bürgerkrieg. Aber in diesem Mod ist es so, dass Spanien gegen Spanische Republik kämpft. Also da kann es nicht passieren, dass Spanien faschistisch wird.
Wir unterstützen natürlich die Spanische Republik, also wir werden es nicht so unterstützen. Wir werden da jetzt eigentlich nichts groß dran verändern. Oder können wir noch 6.000? Ich würde gern 7.000. Nein, 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 das war falsch. Dieser Kriegsschauplatz. Und 1. Und die 7. Die 7.000. Vielleicht sogar irgendein Panzergeneral. Fortress Basse, der kann dann auf Kabul gehen. Und dann nehmen wir Rokossowski. Ich frage mich, warum ich hier keine Frontlinie machen kann. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Na egal, dann macht er hier seine Frontlinie. Dann geht er hier. Dann geht er darüber. Okay, wir haben auch jetzt in Moskau eine Division erstellt. Das ist ganz gut. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr. So. Das nimmt noch nicht zu. Die Workers' Party of Russia. Das wird ja auch erstmal unser Ziel sein. Falls wir über Umwege über die Sozialdemokraten gehen müssen, wäre das auch nicht schlimm, aber ich möchte halt so schnell wie möglich eigentlich das dann erledigt haben. Da fehlt Treibstoff. Das ist belastend. Oder so. Ich weiß nicht genau, was das Zeichen hieß. Ich frage mich, warum ich hier in dieser Region keine Frontlinie machen kann. Aber das ist auch egal jetzt eigentlich. Ich schätze 31.000 Mann oder 31 Divisionen sollten das knacken. Das sollten Afghanistan knacken. Da bin ich doch sehr zuversichtlich. Ich werde selbstverständlich auch um die Luftwaffe rüber verlegen. Damit ich da ein bisschen supporten kann. Wir gehen hier nach Taschkent. Ah, die fliegen auch noch rüber. Okay. Und Afghanistan gibt es auch gleich eine eigene Region. Da werden wir Air Superiority, Close Air Support, Interception reinballern. Damit wir da schon mal die Luftüberlegenheit haben. Ja. Also Preußen versuchen wir auch irgendwann zu kriegen. Da schätze ich auch, dass das klappen wird. Sogleich haben, da kriegen wir ordentliche Landforts. Hier, ich glaube, Bobrusch, Mosir. Das muss doch hier irgendwo sein. Oder ist es hier oben? Ich habe das ja im Westen gemacht, ne? Keine Ahnung. Mosir, Bobrosk, wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch suchen. Bobriusk. Bobriusk. Ja, Bobriusk, genau. Ach, das ist hier noch in der, noch weiter zentral. Ja, aber finde ich eigentlich ganz gut. Das deckt da ein bisschen Moskau. Finde ich nicht schlecht. Okay. Lass uns mal weiterlaufen. Und danach. Apple Empire, du kannst ja nochmal schreiben, ob du das High Support, ob du dieses
Superior Firepower meinst. Irgendwann bei einem Proclaim, was weiß ich. Also wie gesagt, das sind die Southern Kommunen, mit denen werden wir uns, schätze ich mal, auch verbinden. Die haben auch schon Kommentaren. Da werden wir auf jeden Fall reingehen in das Kommentar. Genau. Wir bauen noch ein bisschen Infrastruktur damit rein. Weiß gar nicht, wo sich die Bündnisse. Berliner Pakt gibt es. Das ist das, was sich auch zu Norddeutschen Bund schließen wird. Alliierten halt. Kommentaren. Da werden wir reingehen. Da ist noch keiner drin. Ich dachte, da wäre auch Bayern drin. Oder ist das ein Kommun? Stand da doch eben. Genau, das ist unser Pakt. Den werden wir aber auch irgendwann auflösen. Hä, es gibt zweimal Kommentaren. Ja, moin. Das war's mal wieder komplett. Ja, genau, dann werden wir uns damit auch verbinden. Österreich wird dann natürlich, müssen wir dann bekämpfen. Und damit wir, oder wir müssen die der Bayern halt groß machen. Und halt, ja, die ein bisschen unterstützen, so. Falls ihr versteht, wie ich meine. So, wollen wir, War Support. Trade Your Opinion. Der Militär, Boris Schaposchnikov, gib mir Army Experience und Land of Research. Stellen wir den nochmal ein. Was hätte ich hier noch einstellen können? Mit 250. Close Air Support, Master Soul Expert, Grand Fleet Naval Terrace. Okay, da hätte ich noch Suchkopf einsetzen können. Aber, wir wollen ja nicht dieses Grand Assault, oder wie das auch immer heißt. Weiter geht's. Wir werden dann auch bei diesen Industrienkonzern, wenn wir auch diesen Industrial Company Tractor Plan Output ja, wir machen dann auch noch, wir können dann das andere noch machen, also nicht Industrial, sondern wir machen dann das Zarizin Tractor Factory. Aber lassen wir es erstmal weiterlaufen. Na, das wird auch, glaube ich, im nächsten Jahr fertig werden. 22% ist schon gemacht. Also ich schätze noch so 280 oder 260 Tage. Ja, genau. Jetzt ist Nikolas gestorben. Genau. Long live Tsar Mikhail. Jetzt sind wir minus mit politischer Macht. Jetzt können wir auch die Duma-Wahlen machen und dann werden wir diesen Zar-Weg gehen. Genau. Wir müssen jetzt die politische Macht wiederherstellen. Aber 2 plus pro Tag sollte dann auch wieder hinkommen. Leider gibt es ja keinen Hinsatz zum Verräter oder so, dass ich hier ein bisschen politische Machtbonus kriege. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, dieses House of Romanov geht dann weg. Wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr Dings sind. Weil die orthodoxe Kirche bleibt und deshalb können wir noch Fraktionen erstellen. Ja. Und Timo wurde mir auch gegeben, dass ich erst lieber ein bisschen Zivilfabriken bauen sollte. Also als Russland nenne ich das das. In Russland haben wir zum Beispiel ein bisschen Platz für Fabriken, also das sollte kein Problem sein. Bauen wir gleich hier nochmal ein paar. Genau.
Ja, genau. Das wollten wir. Jetzt hat das bisschen gepusht. Und vielleicht müssen wir doch erstmal den Umweg über die Sozialisten gehen. Mal gucken. Aber die Workers Party wurde jetzt auch gepusht. Genau, wir haben jetzt hier eine Übergangsregierung. Wenn wir das machen, käme halt der Nachfolger dran. Okay, was fehlt uns? Uns fehlt Gummi. Können wir das? Wir können das anscheinend gerade mit keinem trainen. Vielleicht liegt das daran, weil wir keine politische Macht haben. Das sollte aber bald kein Problem mehr sein. Es geht ja schnell weg eigentlich. Und wenn wir dieses VRZHD gemacht haben, dann wird auch die Duma-Wahl gemacht. Aber ich glaube, das geht erst, wenn wir ein bisschen... Genau, also ich glaube, das hier, People's Republic, wäre sozialistisch. Das hier wäre konservativ oder liberal. Das wäre halt den Weg, den wir gehen möchten. Vielleicht warten wir doch erstmal ein bisschen. Weil ich glaube, da kann immer eine Koalition oder so gewinnen. Und, na wohl, wir können ja jetzt nichts dran ändern, da wird das steigt oder nicht steigt. Dann wählen wir jetzt den neuen Duma. Ich hoffe, dass Downloadzahl möglich dann ist. Dazu muss der Duma eine Duma elected. Obwohl. Also. Die Eiserne Garde Rumänien, also Iron Guard Rumänia. Die gilt es zu bekämpfen. Am besten. Da die nationalistischen Bewegungen dann genau das Gegenteil werden. Ich hoffe, wir kriegen bald die Macht wieder zu Iron Guard. Das ist gar nicht interesting. Aber wir hätten 38 zusammen. Also vielleicht könnten wir erstmal eine... Vielleicht kriegen wir es hin, Koalition mit SDLP und Workers Party of Russia zu machen. Das finde ich doch ganz cute. So. Ich hoffe bald ist das auch wieder... Ich hoffe bald kriegen wir die Power auch wieder hin. Und hier können wir dann auch später Kommentare machen, also... Ja, genau. Aber ich glaube, hier kann man Power to One Man machen. Das ist dann schätze ich Stalin. Aber vielleicht gehe ich auch Reinforced KPSS. Soviet Council. Obwohl hier kriegen wir Power. Na. Ich glaube, wir gehen eher Reinforced KPSS. Da kriegen wir das Soviet Council. Also. Ich glaube, das heißt sowjetisches Parlament oder so. Aber das könnt ihr theoretisch mir nochmal in die Kommentare schreiben. Wie lange nehmen wir schon auf? 19 Minuten schon. Okay, dann ist es gleich zu Ende. Sagen wir mit Abschluss mit den Duma-Wahlen. Oder so. Wir brauchen auf jeden Fall Gummi. Ich möchte auch mal gucken. Auf der Ressourcenkarte. Der gerade... Obwohl ich drauf geklickt habe, nicht angezeigt wird. F7. Scheint funktioniert das hier nicht. Das ist belastend. Nee. Ja, moin. Weil ich hätte gern gewusst, was Afghanistan sagt. Vielleicht kann ich das ja über die Details nochmal gucken. Wir haben auf jeden Fall mehr Manpower. Wir haben auch deutlich mehr Truppen. Die haben 8 bis 12. Wir schicken 31 hin. Also... mehr als doppelt so viele.
Die haben keine Schiffswerften, die haben kein Flugzeug und sowas. Ja, die haben Tungsten und Stahl. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wohl Tungsten. Ja, Tungsten ist ein bisschen knapp, aber Stahl nicht. Aber nehmen wir natürlich immer gerne. Na ja, okay, dann ich glaube, ich beende erstmal die Folge jetzt. Ihr könnt eure Tipps in die Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Und dann bis dann. Schreibt gerne irgendwas in die Kommentare. Lasst ein Like da, falls euch die Folge gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Ist mir eigentlich Jacke wie Hose. Aber dann bis zur nächsten Folge und ciao.